Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Rabe. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Und heute schauen wir mal wieder auf die COT-Daten, die sogenannten COT-Daten, Commitment of Traders. Aber heute für einen ganz besonderen Kontrakt, nämlich wir gehen mal der Frage nach, gibt es eigentlich auch COT-Daten für den VIX, also für die Volatilität? Das gibt's jetzt im Video. Kleiner Programmhinweis hier zu Beginn dieses Videos. Am Mittwoch findet ja hier wieder ein Live-Espresso-Talk statt. Deswegen, falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir hier unter das Video Hinweis Espresso-Talk und vielleicht kommt dann auch deine Frage direkt am Mittwoch live mit dran. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema. COT-Daten, die sogenannten COT-Datas, ne? Die Commitment of Traders-Daten, die kennt ihr oder viele von euch kennen das. Haben wir auch schon einige Videos hier dazu gemacht, auch schon mal auf dem anderen Kanal, auf dem Jens Rabe-Kanal. Und ich nutze diese Commitment of Traders-Daten schon sehr, sehr lange, also schon über 10 Jahre gehört das zu meinem wöchentlichen Standardprogramm, dass ich mir die Veränderungen da anschaue. Und ich weiß auch, dass das viele von euch machen. Wir machen das in unseren Coachings. Wir haben sogar ein extra Handelsprogramm oder eine Handelssystematik, die auf diesen COT-Daten aufbaut. Aber die meisten kennen das ja nur, dass das auf Rohstoffe ist, ne? Also dass man sagt, okay, wir haben hier Gold, wir haben hier Weizen, wir haben die Währungen vielleicht noch, die Anleihen, also alles, was eben so an amerikanischen Futures vorhanden ist. Das kennen die meisten, aber es gibt einen Markt, wo das die meisten garantiert heute zum ersten Mal hören, denn diese COT-Daten, die gibt es auch für die Volatilität und zwar auf den VIX. Jetzt würde der eine oder andere sagen, ja, der VIX, das ist da aber gar kein Future. Da habt ihr natürlich vollkommen recht, das ist auch kein Future, aber es gibt ja Futures auf die Volatilität, die sogenannten VIX-Futures oder VIX-Futures, ne, Volatilitäts-Futures, aus denen ja zum Beispiel auch so Dinge gemacht werden wie der VXX oder der SVXY. Und wenn man in die Daten der CFTC, das ist also diese Regierungsbehörde, die Daten jeden Freitagabend veröffentlicht, die Überwachungskommission für den Future- und Optionshandel in den USA, wenn man da mal genau in die Daten hineinschaut, dann findet man da auch diese COT-Daten für die VX-Futures. So. Und das ist natürlich eine spannende Sache, denn Volatilität, COT-Daten, das heißt, was machen die Großen in der Volatilität? Das ist doch super spannend für alle, die wie wir mit Optionen handeln. In unserem Standardprogramm, also im Trade Navigator, sind diese Daten leider nicht enthalten. Also jeder, der vielleicht einen Trade Navigator hat und schaut da jetzt schnell nach, der wird sie da nicht finden. Ich habe vor wenigen Minuten nochmal mit dem technischen Support hier von Trade Navigator gesprochen und sie haben mir versprochen, diese mit hinzuzunehmen, ne? Weil das ist bloß ein bisschen Programmieraufwand für die Jungs. Die kriegen ja eh die ganzen Daten rein und hoffen mal, dass ich euch bald ein Update geben kann, dass das mit dem Trade Navigator drin ist. Aber wo kriegen wir jetzt die Daten her? Naja gut, die eine Variante wäre, wir schauen uns diesen Regierungsbericht an. Ne? Also jede Woche ziehen wir uns diese Excel-Files darunter und lesen uns die nackten Zahlen ab. Macht es ein bisschen schwierig. Deswegen, ihr wisst, Visualisierung ist immer wichtig im Trading. Und deswegen habe ich eine Quelle gefunden für euch. Und zwar ist das auf barchart.com. Barchart.com, das kennen die meisten von euch. Da gibt es ja eigentlich alle Futures, die es auf der Welt gibt, auch als Chart dargestellt. Und da gibt es eben auch die Volatilitätsfutures. Hier gleich mal das Symbol VX-0. VX-0. Also sucht nicht nach VIX, sondern sucht nach VX-0. Dann findet ihr die Volatilitätsfutures und dann könnt ihr darunter auch die COT-Daten einbauen. Und wir schauen uns mal hier ein Bild dazu an. So sieht das Ganze dann aus und man findet also hier für den VX-Future die COT-Daten seit 2004 und wir sehen, dass wir aktuell eine riesige Short-Position der trendfolgenden Fonds haben und eine entsprechende Gegenposition, also eine riesige Long-Position der kommerziellen Marktteilnehmer. So, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen. Wer sind Fonds, wer sind kommerzielle Marktteilnehmer? Trendfolgende Fonds, klar, jeder, der irgendwie am Markt unterwegs ist, trendfolgend agiert, ein Hedgefonds, was auch immer, könnte das sein. Wer sind die Commercials auf der Stelle? Wir müssen uns immer überlegen, Commercials sind immer die, die mit dem Underlying irgendetwas zu tun haben. Ne? Das heißt, jeder, der mit Volatilität etwas zu tun hat. Und deswegen könnte das also zum Beispiel jeder sein,
jede Bank, jeder ETF-Anbieter, der irgendetwas mit den ganzen Wohler-ETFs zu tun hat. Es könnte aber auch zum Beispiel jemand sein, der vielleicht im Aktienmarkt aktiv ist, der also ein gewisses Exposure zur Volatilität hat und deswegen sagt, hey, ich bin ja auch ein Commercial und deswegen hedge ich mich irgendwie dahingehend ab. Wenn man das so auf den ersten Blick mal anschaut, dann sieht das natürlich ganz, ganz klar aus. Ne? Da kann man sagen, okay, die Commercials sind long, die Fonds sind short, wir wissen alle, das muss sich irgendwann mal umkehren, also stehen wir vor einer riesigen Wohler-Explosion. Naja, muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, denn wie ihr hier auf dem zweiten Bild seht, ist natürlich auch in den letzten Jahren das sogenannte Open Interest, also einfach das Geld, was in Volatilität unterwegs ist, extrem angestiegen. Und das heißt, wenn wir also heute eine Long-Position sehen oder eine Short-Position, dann mag die extrem aussehen. Zu dem, was momentan im Markt aber an Geld unterwegs ist, muss die gar nicht so groß sein wie vielleicht noch vor 2 oder vor 3 Jahren. Das werden wir alles noch ein bisschen auswerten müssen. So, aber wenn man mal ein bisschen kürzeren Zeitraum nimmt, man kann unten bei Barchart das auch einstellen über bestimmte Zeiträume. Ich habe jetzt mal 3 Jahre genommen und man schaut sich das Ganze an, dann scheint sich hier schon ein gewisses Muster abzuzeichnen. Ihr seht das, ich habe euch das auch hier nochmal in dem Chart gekennzeichnet. Es gibt so Zeiten, das ist ja dieser gelb eingerahmte Bereich, wo man fast keine Bewegungen hat in diesen Cut-Daten. Dann gibt es wieder sehr, sehr große Unterschiede und man kann schon erkennen, wenn die Commercials stark long sind, geht irgendwann die Volatilität hoch und umgekehrt. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, das ist natürlich auch irgendwie logisch, ne? Weil wir wissen ja, gerade Volatilität neigt ja zum Reversion to the Mean, das heißt Rückkehr zum Mittelwert. Und wenn wir eben sehr, sehr lange, sehr niedrige Volatilitäten haben, dann wissen wir auch, dass über kurz oder lang diese wieder in die andere Richtung laufen, nämlich wieder ein bisschen zu teuer werden, um dann wieder zurückzukommen. Und deswegen würde ich jetzt nicht darauf setzen, dass man sagt, hey, wir haben eine riesige Short-Position der Trendfolgenfonds und deswegen müssen die demnächst, auf jeden Fall muss die Volatilität ansteigen. Weil, was ist denn demnächst? Es kann nächste Woche sein, vielleicht ist es schon passiert zu dem Punkt, wo ihr hier das Video seht, oder aber es passiert in einem Jahr oder in 2 Jahren, wir wissen es nicht. Ne? Also das heißt, das ist ein schwieriger Ansatz, dass man sagt, Commercials sind long, deswegen muss die Wohler explodieren, trendfolgende Fonds sind short, deswegen muss die Wohler explodieren. Der viel bessere Weg ist und versucht euch auch daraufhin zu konditionieren, schaut einfach, wann sind denn die trendfolgenden Fonds long, ne? Wann sind die long? Ganz klar, wenn die Volatilität angestiegen ist. Und wenn man das sieht, und wenn ihr euch nochmal den Chart hier ganz genau anschaut, dann werdet ihr das erkennen, immer wenn die Fonds nämlich long waren, war das ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um hohe Volatilität zu verkaufen. Und ich werde mir in den nächsten Tagen, auch auf Vorbereitung auf ein paar Seminare, die wir hier haben, werde ich mir das Ganze nochmal sehr, sehr genau anschauen, im Detail mal die einzelnen Jahre durchgehen, die Bewegung des S&P und so weiter. Und wenn es da was Interessantes gibt, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Klar, als erstes natürlich immer unsere Kunden im Coaching, das ist logisch. Aber hier scheint es schon das ein oder andere Puzzleteilchen erneut zu geben, wo wir sagen können, okay, hier können wir wirklich vielleicht Panikzeichen erkennen, dass die Fonds sich dann alle plötzlich auf Long-Volatilität stürzen, nämlich Long-Volatilität, das ist nichts anderes als Hedgen gegen Preisab-Einbrüche. Und das könnte dann schon wieder vielleicht so eine Art Panikzeichen sein, wo wir sagen, okay, jetzt in die Panik hinein, wenn alle Long-Wohler sind, dann gehen wir Short-Wohler. Umgekehrt, wenn alle Short-Wohler sind, auf Long-Wohler zu setzen, das ist, finde ich, so eine Sache, die nicht zwingend funktionieren muss, weil wir wissen, die Wohler kann lange, lange niedrig bleiben, aber sie kann nicht lange, lange hoch bleiben. Deswegen ist es besser, warten wir auf das Ereignis, lassen wir es durch die Daten uns bestätigen und setzen dann auf den Reversion to the Mean-Effekt. So, jetzt bin ich gespannt, ob ihr dazu Fragen habt, ob ihr euch das auch schon mal angeschaut habt, ob ihr mit diesen Daten arbeitet. Falls ja, falls nein, falls Fragen gibt, unten ist die Kommentarfunktion, schreibt mir alles rein und dann greife ich das gerne aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall, ob mit oder wohler, viel Erfolg an der Börse. Wir sehen uns demnächst wieder hier auf diesem Kanal. Bis dahin, alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.